Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Schwungvoll. Ja, im Bereich der E-Mobilität werden zurzeit eigentlich gefühlt nur SUV zugelassen. Aber ich möchte euch zeigen, dass im Preisbereich von 40.000 Euro es einen Polestar 2 gibt, ein Model 3 gibt und natürlich den ID.3. Und dass diese Fahrzeuge mit ihren Konzepten völlig unterschiedlich sind, aber durchaus miteinander verglichen werden können. Also freut euch drauf, nach dem Intro geht's los. Fangen wir an mit dem ID.3. Ja, das ist einer der First Generation, hat 58 Kilowattstunden. Und um das vergleichbar zu machen, habe ich gesagt, wir nehmen heute den ID.3 Pro Performance. Das heißt 58 Kilowattstunden und den entsprechend auch eine WLTP-Reichweite von etwa 420 Kilometer. Hängt ein bisschen davon ab, ob man die 20 Zöller nimmt oder nicht. Der Wagen kostet dann um die 40.000, also 35.000, 36.000, aber um den ausstattungsbereinigt auf ein Niveau zu heben wie ein Model 3 oder auch ein Polestar 2, gebt ihr locker über 40.000 aus. Natürlich voll förderfähig das Fahrzeug, ist dann 4,26 Meter lang, 1,80 Meter in der Breite und in der Höhe, nicht das Modell, weil der ist 4 cm tiefer, sondern im Original 1,56 hoch. So, kommen wir mal zu einem der Painpunkte vieler Elektroautomobilisten, die sich einen ID.3 kaufen wollten, den vorderen Kofferraum, denn der ist einfach nicht vorhanden. VW verzichtet bei den MEB-Modellen auf einen vorderen Frunk und da sieht es dann so aus. Ja, vielleicht für eine Isomatte ganz nützlich, aber sonst zu nichts zu gebrauchen. Insofern Thema Frunk beim ID.3 erledigt. Wenn wir jetzt aber zum Kofferraum hinten kommen, und da ist der ID.3 ja ein typischer Vertreter des Hatchback-Designs, hat man eine große Klappe mit einem gut nutzbaren Kofferraum mit auf Option zweitem Ladeboden drin und dementsprechend sehr, sehr gut nutzbar, auch wenn natürlich in der Größe aufgrund der Kompaktheit des ganzen Fahrzeuges etwas weniger gut nutzbar, wie es zum Beispiel bei einem Kombi wäre, bei einem SUV, wie sie jetzt gerade viel verkauft werden, aber für zwei Personen, drei Personen durchaus sehr, sehr, sehr gut nutzbar. So, ja, Standard bei allen drei Fahrzeugen ist übrigens die geteilt umlegbare Rücksitzbänke. Hier auch mit einer Durchreiche zum 385 Liter großen Kofferraum. Ansonsten hinten jede Menge Platz, auch für mich jetzt hier, sowohl am Kopf als auch im Beinbereich. Ein durchgehender Boden, weil es einfach eine reine Elektroauto-Plattform ist. Also der ID.3 auf den hinteren Sitzbänken hier durchaus bequem und auch reisetauglich. So, kommen wir mal zum Fahrerplatz. Und ja, was sich sofort zeigt, der ID.3, der setzt auf, ich möchte fast sagen, 1,5 Displays. Wir haben ein großes hier in der Front und wir haben ein kleines direkt vorm Fahrer, was sich durch die Höhenverstellung des Lenkrades mitbewegt. Ist so nicht schlecht, aber es ist schon reichlich klein. Tesla setzt auf ein großes Display, der Volvo auf zwei. Das gucken wir uns jetzt auch gleich an. Ansonsten muss ich sagen, sitzt man sehr bequem. Was ein großes Manko ist bei tatsächlich jetzt den ID-Modellen, jetzt ID.3 speziell, ID.4 auch, warum auch immer setzt Volkswagen nach wie vor auf Klavierlack. Fingerabdrücke, Kratzer, warum sie das machen, ich weiß es nicht, aber da haben sie sich keine Freude mitgemacht. Ähnlich wie Tesla setzt VW übrigens bei der Software des Systems hier auf eine Eigenlösung. War am Anfang wirklich sehr, sehr buggy, muss ich sagen. Jetzt hier in diesem Modell ist schon die Software 2.3 drauf. Die unterscheidet sich daran, dass man hier zum Beispiel seitlich scrollt. Daran erkennt ihr es sofort. Demnächst kommt Software 3.0 raus. Und ihr könnt dann zum Beispiel auch die Navigation mit den Routenpunkten so gestalten, dass ihr sagt, ich möchte am Ziel mit 10 Kilometer zum Beispiel ankommen. Das ist aktuell zum Beispiel noch gar nicht möglich. Und somit sagt das System schon bei 90 bis 100 Kilometer Restreichweite, hey, da musst du unbedingt jetzt laden, weil sonst kommst du nicht an oder so. Und das nervt tatsächlich gewaltig. Dafür aber bietet der ID.3 oder generell die MEB-Modelle Apple CarPlay Wireless an, sodass man dann auch eben mit zum Beispiel Google Maps oder Apple Karten navigieren kann. Und
das wiederum, das gleicht dann vieles aus, weil das ist dann schon sehr smooth. Und wer es dann unbedingt auch möchte, nutzt dann entweder Route Planner oder so weiter. Auch das über Apple CarPlay machbar. Das nächste Fahrzeug bei uns im Vergleich ist das Tesla Model 3, früher als Standard Range Plus bezeichnet, jetzt nur noch Model 3. Ja, ich weiß, hier steht gerade ein Performance-Modell, aber wir hatten gerade nichts anderes da, also nehmen wir den. 4,69 Meter lang, damit 40 cm lang als zum Beispiel jetzt der ID3, dabei 12 cm flacher. Ja, damit sieht man schon, das Model 3 ist ein deutlich sportlicheres Fahrzeug vom Entscheidungsbild, als es ein ID3 ist. Das Model 3 jetzt in der Standardkonfiguration fängt an bei 42.900 Euro, ist voll förderfähig und somit natürlich auch ein interessanter Kandidat. WLTP-Reichweite beim Model 3 liegt tatsächlich sogar bei 490, 495 Kilometer, damit deutlich weiter als beim ID3. Das mit einem Akkugröße von brutto 60 Kilowattstunden und ja, nutzbar 57,5 Kilowattstunden. So, kommen wir mal zum vorderen Kofferraum des Teslas. Ja, in diesem Falle elektrisch nachgerüstet. Serienmäßig muss man es aus dem Inneren des Fahrzeuges mal eben öffnen und dann von Hand aufstellen. Ist aber genau so gewollt. 88 Liter vorderer Kofferraum. Das nennt sich Frunk. Und das ist das, was auch moniert wird, wenn man über einen MBB spricht, wie zum Beispiel den ID3, dass das bei VW in der Form nicht umgesetzt wurde. Ich finde den vorderen Kofferraum gerade beim Tesla, auch wenn es nicht eine Tesla-Erfindung ist, weil ein Käfer, ein 911er von Porsche, die hatten auch schon einen vorderen Kofferraum. Ich finde es trotzdem genial gelöst. Ihr habt hier für Ladeequipment etc. mega viel Platz und genau so, so sollte es eigentlich sein. Ja, und auch beim hinteren Kofferraumvolumen lässt Tesla sich nicht lumpen. Einziges Manko ist jetzt hier beim Model 3 die Zugänglichkeit. Deswegen steigen nicht wenige auf ein Model Y um. Das sieht man hier, das ist nicht ideal. Aber ich sage auch ganz gerne, dieser zweite Laderaum da unten, das ist ein schwarzes Loch. In Summe hat das Model 3 561 Liter hinterer Kofferraum nochmal zusätzlich zu dem ohnehin schon großen 88 Liter vorne. Und damit ist es wirklich ein Raumwunder, was den Kofferraum angeht. Die Heckklappe übrigens inzwischen serienmäßig elektrisch. So, wie beim ID3 bietet auch der Tesla geteilt umlegbare Rückbänke an. Das, was hier so ein bisschen nach Durchreiche aussieht, ist aber tatsächlich nur eine Armlehne. Das heißt, hier kann man nicht langes vom Kofferraum aus nach vorne durchreichen, ohne dass man gleich alles umklappt. Ansonsten sitze ich hier auch sehr bequem. Viele monieren so ein bisschen, dass die Rückbank hier ein bisschen flach abfällt, man hier nicht die wirkliche Auflage hat unter den Beinen. Dafür aber habe ich im Bereich des Kopfes ähnlich viel Platz wie beim ID3, das aufgrund der Coupé-Form schon sehr positiv zu erwähnen ist. Man muss aber ganz klar sagen, ich sitze nicht ganz so bequem wie im ID3, aber für Langstrecken ist auch das hier sehr tauglich. Wenn es das Wort spartanisch nicht gegeben hätte, Tesla hätte es erfunden. Hier vor mir ist ein Bildschirm, ein Lenkrad mit zwei Tasten, in der Tür sind vier elektrische Fensterheber und ein Schalter für die Türöffnung, das war's. Alles wird beim Tesla Model 3 natürlich schon eigentlich, wie man es von Tesla kennt, über den Hauptscreen bedient. Auch vor einem fehlt so ein bisschen die Tachoanzeige, die ist auch im Hauptscreen drin, muss man mögen. Aber ich glaube, dafür wird Tesla eben auch gefeiert. Ansonsten sitzt man hier mega bequem, auch die Sitze mag ich sehr, sehr, sehr gerne und er hat eine riesige Frontscheibe, also das ist schon ein Panoramablick gegenüber eines ID3s und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, Tesla vorne mit diesem spartanischen gefällt mir richtig, richtig gut. Ich liebe es. Handschuhfach auf. Wie ihr gesehen habt, lässt sich natürlich ein Tesla komplett auch per Sprache bedienen. Das haben andere Fahrzeuge inzwischen auch so übernommen. Mercedes ist ja auch sehr weit da vorne. Man kann natürlich auch das Ziel über Sprache eingeben und so weiter. Auch bei einem ID3 lässt sich zum Beispiel der Dachhimmel mit Sprache zufahren oder öffnen. Also das Thema Knöpfe und so weiter erübrigt sich schon fast bei modernen Fahrzeugen einfach dadurch, dass man viel mit der Sprache machen kann. Hallo ID, meine Eier sind kalt. Alles klar, der Sitz vorn links wird gleich wärmer. Auch so geht's.
Das letzte Fahrzeug hier im Dreierverbund, das ist der Polestar 2. Hier als Single-Motor mit Frontantrieb und 231 PS. Nutzbare Batteriekapazität liegt bei 69 Kilowattstunden. Das gibt eine WLTP-Reichweite von 440 Kilometer. Von 0 auf 100 ist er ähnlich wie der ID.3 in etwa 7,4 Sekunden und somit deutlich langsamer, als es zum Beispiel das Model 3 ist mit 6,1 Sekunden. Aber preislich liegt dieser Polestar 2 bei 46,5 tatsächlich über den beiden anderen Fahrzeugen. Übrigens, auch der Polestar hat einen Frunk mit 35 Liter nutzbarem Raum vorne, zum Beispiel für ein Ladekabel. In Summe wirkt der Wagen übrigens eigentlich sehr massiv, ist aber tatsächlich noch 10 cm kürzer als ein Model 3, sprich 4,60 m. In der Höhe tatsächlich nur 3 cm höher als ein Model 3 mit 1,47 und in der Breite so breit wie der ID.3 mit 1,80. Der Polestar 2 ist ein typischer Fastback, das heißt eine große nutzbare Kofferraumklappe. Übrigens, ja, habt ihr gerade gesehen, mit dem Fuß nutzbar oder auch mit dem Griff hier unten. 405 Liter Kofferraumvolumen, sehr gut nutzbar, auch mit einem großen doppelten Ladeboden hier unter, wo ihr alle möglichen Ladekabel und andere Sachen noch unterstellen könnt. Ansonsten sehr gut zu beladen, das ist das, was beim Tesla Model 3 ja immer moniert wurde. Ähnlich gut zugänglich, wie es jetzt gerade beim ID.3 der Fall ist und natürlich auch mit einer elektrischen Heckklappe. Auf der Rücksitzbank habe ich mit 1,75 m ausreichend Platz, sowohl nach vorne hin zu den Beinen als auch über dem Scheitel. Aber es ist nicht viel und da sieht man auch, warum Tesla beim Model 3 eben nicht auf eine riesige Heckklappe gesetzt hat, sondern eben nur konventionell einen Kofferraumdeckel eingebaut hat. Das fällt schon sehr stark ab und ab 1,80 muss man tatsächlich den Kopf schon mal ein bisschen schräg stellen, also das passt dann schon wieder schlecht. Was dann auch noch auffällig ist beim Polestar, ist, dass er eine klassische Mittelkonsole hat, also einen Tunnel, wo eben in diesem Falle tatsächlich auch noch Akkus drin sitzen. Das führt dazu, dass es keine ebene Fläche hier unten gibt und die Füße dementsprechend immer unter den Vordersitzen landen und man sich nicht so ausbreiten kann, wie es zum Beispiel beim ID.3 ist oder auch beim Tesla Model 3. Dafür aber haben wir hier die Armablage, genau wie beim Model 3. Und auch wie ihr seht, keine Durchreiche für Skier oder lange Gepäckstücke. Geteilt umlegbar ist es aber genauso wie beim Model 3 oder auch beim ID.3. Isofix auch vorhanden. Und übrigens, das Model 3 ist das einzige Fahrzeug in diesem Vergleich, was auf dem Vordersitz, auf dem Beifahrersitz, kein Isofix hat. Sonst beim ID.3 und auch beim Polestar könnt ihr den Kindersitz auf den Beifahrersitz setzen oder eben nach hinten. Der Polestar 2, das muss man ganz klar sagen, das ist genau das Gegenteil von dem Model 3. Das Ding baut dich ein. Also ihr seht hier diese riesig aufbauende Mittelkonsole. Ja? Das ganze Cockpit ist quasi um mich herum gebaut. Ich wirke hier wie im Fahrzeug eingebaut. Aber genau das will Polestar ja. Ne? Man möchte so das ganze Cockpit um den Fahrer herum gestalten. Das ist allerdings sehr gut gelungen. Ansonsten auch hier Klavierlack, auch hier am Lenkrad ein bisschen Klavierlack und ja, zwei Displays, zwei Volldisplays, keine eineinhalb wie beim ID.3 und nicht nur eins. Man setzt beim Mitteldisplay auf ein Hochkantdisplay, nicht wie beim Model 3 auf das Querformat, aber es ist sehr schnell vom System her, lässt sich gut bedienen und auch alle Angaben im Zentraldisplay sind sehr, sehr gut ablesbar. Man kann sich zusätzlich sogar die Karte vorne im Display einblenden lassen. Als eines der ersten Fahrzeuge zusammen mit Volvo, auf dessen Basis der Polestar ja auch steht, den XC40 meine ich natürlich, basiert das ganze Entertainment-System hier übrigens auf Android Automotive. Das heißt, es ist nicht nur die Integration von Google Maps im Fahrzeug, alles, was ihr hier machen könnt. Und das sind auch die Fahrzeugfunktionen, wie zum Beispiel hier das Fahren, Lenkgefühl, One-Pedal-Driving, aber auch die Assistenten. Auch das Aufladen, was ich dann hier so bestimmen kann, okay, wie viel Prozent möchte ich denn haben. All das lässt sich über Android Automotive steuern. Ein sehr schnelles System. Ich bin sehr, sehr überzeugt davon. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gar nicht so erwartet. Aber jetzt, wo ich den Wagen so 10 Tage hatte und auch die Sprachsteuerung funktioniert einwandfrei. Eine Adresse wie zum Beispiel die Adresse von mir zu Hause oder in Bremen, die nimmt er ohne Murren an, ohne dass man irgendwas zweimal sagen muss. Und das ganze System ist richtig fix. Macht echt Spaß.
Kommen wir noch mal zu einem wichtigen Thema, das ist die Ladeleistung. An DC bietet das Model 3 in der Standardausführung 170 kW. Aktuell muss man schon fast sagen, weil es da auch über Over-the-Air-Updates ständig Optimierung gibt. Der Polestar 2 liegt bei 150 kW maximaler Ladeleistung. Der ID.3, so wie jetzt hier steht, hat noch 100 kW, aber auch die neuen Fahrzeuge werden inzwischen mit 120 kW Ladeleistung ausgeliefert bei einem 58 kWh Akku. Zusammen haben sie alle eine AC, also Wechselstromladeleistung von 11 kW. Das ist inzwischen State of the Art, möchte ich schon fast sagen. Und somit auch über Nacht einfach mal eben vollzuladen. Welches Auto hättet ihr denn jetzt gern? Soll es der Hatchback sein? Soll es der Fastback sein? Oder soll es die Sportlimousine sein? Ich wollte euch hier zeigen, dass ihr im Bereich von 40.000 Euro nicht unbedingt den SUV nehmen müsst, sondern dass der Elektroautomarkt inzwischen eine deutliche und tolle Auswahl an verschiedenen Fahrzeugkategorien hat für euch. In diesem Sinne, ich hoffe, eine kleine Entscheidungshilfe gegeben zu haben. Und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Da habe ich jede Menge Vergleichstests auch zu anderen Fahrzeugen und alles Interessante über die E-Mobilität. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Gebt mir den Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann bis demnächst. Ciao. Jetzt. So, kommen wir mal zu einem der... Scheiße, warte, lass uns nochmal... Alter, bin ich dumm? Kommen wir mal zum vorderen Kofferraumvolumen. So. Das ist ja niedlich. Isomatte bist du denn? Wenn du da einen Stecker raufsteckst, dann hast du einen Kofferraum vorne. Gut, Autex hat euch mal wieder zu sehen. Ja? Und genau aus diesem Grund bin ich so ein bisschen in dieser beschissenen Zeit gerade aufgeregt gerade und so ein bisschen. Bist du wieder am hier? Ich bin am Datenlernen. Ich bin ja Datenlernen. Ja, ich nur um Stunden handeln. Heute sind wir gut drauf, oder? Hör auf, die Kamera da drauf zu halten. Du hast es schon wieder. Assi!